Oh nein, jetzt muss ich sie schon wieder abholen. Kaum sind wir wieder aus diesem Gefängnis draußen, müssen wir schon wieder die gute alte Izzy bei der Polizeistation abholen. Ich glaube, das war sie sogar hier. Es war echt ein langer Weg hierher, aber so wie es aussieht, finden wir die Izzy bestimmt da drin. Oh Mann, nie kann sie es lassen, irgendwelche Sachen zu stehlen. Okay, also darf ich jetzt gehen, ja, Sir? Oh, super, danke schön. Ja, ich habe ihre Diamanten wirklich nicht gestohlen. Ja, tschüss. Okay, und jetzt rückwärts rausgehen. Okay, und jetzt zieht mich... Izzy, hast du den Diamanten, den du geklaut hast und wofür du angeklagt wurdest, schon wieder geklaut? Und zwar aus den Händen dieses komischen Polizeiofficers da drin? Nein, ich habe keine Diamanten dabei. Ah ja, okay, egal, weißt du was, behalt einfach deinen Diamanten und komm mit. Wir haben nämlich was anderes heute zu tun. Ich habe dich nämlich extra von der Polizei jetzt abgeholt, damit wir jetzt endlich wieder arbeiten gehen können. Juhu! Ich habe uns nämlich einen neuen Job besorgt. Es gab nämlich so einen kleinen Job und zwar direkt da hinten. Oh yeah. So nah am Polizeirevier, das ist keine gute Idee. Aber okay, lass machen. Ja, weil ich meine nämlich, das könnte vielleicht die beste Idee sein, bei einem Apple Store zu arbeiten und ein paar sehr teure Geräte verkaufen. Das wird schon, glaube ich, gar nicht so schwer sein. Und ich glaube, wir werden da ein bisschen die Leute zutexten und dann einfach mal ein bisschen was machen. Oh, du läufst über die Ampel. Mann, hier ist kein Zebrastreifen. Wo ist hier? Achso, das ist eine Ampel. Das ist eine Ampel. Du läufst über eine Ampel. Ah, ja, ich bin vorbildlich, weißt du? Oh, sehr vorbildlich. Ja, ja. Ich klaue auch keine Diamanten. guck mal, was hier alles geparkt hat. Hier hat einfach einer mit so einem Dings geparkt. Was? Mit einem Traktor einfach. Ja, und hier hat einer mit einer Kutsche und hier hat einer mit einem Golfkart. Und hier hat einer einfach so ein Dings vom Jahrmarkt, so ein Boxauto hat hier geparkt. Ja. Oh, guck mal, eine Pferdekutsche. Willst du dich reinsetzen? Komm, wir fahren eine Runde. Boah, oder hier so dieser coole Roller, der sieht ja auch mega voll cool aus. Nein, er ist leer. Ich kann ihn leider nicht fahren. Oh nein. Schade, Schokolade. Oh, aber wir müssen mal ein Rollerrennen machen oder so. Oh, guck mal, da ist jemand. Guten Morgen. Ich habe euch schon erwartet. Oh, guten Tag, Hubert. Der Hubert ist wahrscheinlich unser Chef oder sowas in der Art. Ja, unser Chef Hubert. Unser Chef Hubert. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr da seid, weil ich ziemlich in Eile bin. Na gut, Herr Hubert, das ist kein Problem. Wir sind ja extra dafür da, um hier zu arbeiten. Wir können ihn unter die Arme greifen. Ganz besonders Izzy. Ich fang gleich mal an damit. Unter die Arme greifen. Izzy hat sich direkt auf den Chef gesetzt. Deshalb wäre es ganz nett, wenn ihr mir heute ein bisschen entlasten könntet. Na klar, ich stehe gar kein Problem. Guck mal, der trägt sogar ein Hermes-Gürtel abgefahren. Uiuiuiui. Ich habe bereits Paketdienst, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe bereits mit dem Kollegen Franz gesprochen. Wer ist der Kollege Franz und wo kann man ihn kennenlernen? Herr Chef Hubert? Das sieht übrigens... Alter, das irgendwie ist ein komischer Apple Store, weil hier sind überall so richtige Angebote und jedes Teil kostet nur 5 Euro. Er hat sich heute dazu bereit erklärt, euch Aufgaben zu geben. Okay, alles klar. Hey, ich habe das Gefühl, wir sind hier in einem Pfandverleih Apple Store gelandet irgendwie. Hey, gibt es einen Snackautomaten? Ja, das kennt man eigentlich gar nicht aus den Apple Stores, ne? Vielleicht ist es so ein Fake-Apple Store. Das ist heute alles ein bisschen chaotisch, aber das bekommt ihr hin. Na gut, Herr Hubert, vielen lieben Dank. Ich muss, wie gesagt, weg. Also viel Spaß euch noch. Alles jo, klar. Danke, tschüss. Okay, jetzt haben wir den Laden für uns. Lass alles ausräumen. Ja, sie fängt jetzt an mit Clown. Oh nein. Meins. Okay, ich nehme auch einen Fernseher mit. Also einen kann man sich hier mal gönnen. Das fällt MacBook. Doch gar nicht auf. Ja, und wir verkaufen hier auch einfach Nintendo Wiis einfach, gell? Hier sitzt im Apple Store. Alles auch. Ja, das ist so, so ein kleiner Elektromix-Markt hier so. Naja, was will man machen? Okay. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo den Franz kennen. Sachen von HP, gehört HP zu Apple? HP? Ich weiß es nicht. Nein, müssen eigentlich wir mal nicht, gucken. Ne? Hey, da ist sogar einer. Was ist da los? Was ist da los? Oh, der, hallo? Ich glaube, das ist der Franz, gell? Ja, der Franz der ist rennt mich um. Der ist ein bisschen aufgeregt, habe ich das Gefühl. Hey, ihr, seid ihr also die neuen Schülerpraktikanten? Ja, genau, das sind wir. Izzy ist zwar gerade aus dem Gefängnis rausgekommen, aber ja, wir sind ganz normale Schüler, so wie man es kennt. Ihr habt das große Los gezogen, um mit mir einen Tag zu verbringen. Oh, das große Los haben wir gezogen mit dem großen Franz ohne Nase einen Tag zu verbringen. Das war nur Spaß, aber ihr werdet, glaube ich, echt Spaß haben an der Arbeit. Ja, was müssen wir eigentlich machen? Also, was ist so unsere Aufgabe? Können wir einfach Laptops verkaufen oder wollen wir die Laptops einfach klauen? Oder wie verdienen wir unser Geld? Wie soll ich euch überhaupt nennen? Das ist Izzy und ich bin Roman. Guten Tag, hallo. Meisterin Izzy, bitte. Ihr habt echt coole Namen. Nein, Meisterin Izzy ist übrigens nicht richtig. Es heißt Meister Roman. Prinzessin Izzy dann, bitte. Prinzessin Izzy und Meister Roman. Auf jeden Fall müsst ihr lediglich heute nur die Kunden bedienen, falls diese Fragen haben. Okay, kein Problem, wir haben eine Elektroausbildung gemacht. Izzy und ich, wir haben volle Ahnung, wie das funktioniert. Und wir haben richtig viel Erfahrung auch mit Kunden. Und so. Dann wünsche ich euch viel Glück und Spaß. Setzt sich immer gleich auf ihren Kopf. Oh, okay, Izzy, dann geh ich mal mit ihm mit. Ne? Nein.
Und denkt daran, dass ihr immer freundlich sein müsst. Alles klar, dann werden wir immer freundlich sein. Na, dann mal gucken. Also, was haben wir hier eigentlich alles? Also, wir haben Sales. Sind Sie ein Kunde? Möchten Sie eine Cola trinken? Im Apple Store eine Cola. Holen Sie sich Ihre Cola doch selber! Holen Sie sich Ihr Ding selber! Ja, stimmt. Das müssen wir echt so machen. Also, lass uns vorbereiten auf unseren ersten Kunden. Glaubst du, da kommt demnächst sogar einer? Weil der Parkplatz war nämlich komplett voll. Nicht. Also, der Laden aber die Leute sind alle schon. Oh, da kommt einer. Da kommt einer zu, so als ob wir wissen, was wir tun. Okay. Oh, ja, das ist ein echt leckerer Schokoriegel. Ach, ein Kunde! Das hätte ich niemals gedacht. Guten Tag, guten Tag. Schön, Sie hier zu sehen. Ah, er schaut sich um. Ich glaube, wir sollten ihm einfach mal ein bisschen Zeit lassen, Izzy. Drücke ihm nicht zu nah auf die Pelle. Wollen Sie den kaufen? Ja, entschuldigen Sie. Ich wollte fragen, ob es mehr dieser Modelle gibt und wie teuer so eins sein soll. Heute kostet alles nur 5 Euro. Und Sie können eigentlich alles mitnehmen, was Sie wollen. Ja, also ist eine coole Sache, oder nicht? Ich habe den Preis ganz übersehen, bin heute aber echt durch den Wind. Ja, also das ist schon ganz gute Sache, ne? 5 Euro, jedes Ding, 5 Euro, alles im Angebot. Das ist der günstigste Apple Store der Welt. Juhu. Ach, bevor ich es vergesse, könnt ihr mir noch weitere Sachen empfehlen? Ja, schauen Sie sich einfach um, was Sie brauchen. Hier gibt's Laptops, Nintendo Wiis, hä? Wollen Sie ein bisschen spielen? Die Geräte sollten jedoch nicht allzu teuer sein und es soll sich auch lohnen für den Preis. Ja, genau, das soll nicht allzu teuer sein und ja gut, also alles kostet hier nur 5 Euro. Also das hier ist ein PC und das ist ein Telefon und das kostet alles nur 5 Euro. Sie können sich, das ist ein riesiger Fernseher, 5 Euro einfach. Das ist der günstigste. Und da hinten kriecht einfach Izzy hinter den Bildschirm. Klingt kostet mehr ganz als 5 interessant. Euro. Ich entscheide mich noch. Ja, entscheiden Sie sich ruhig. Das ist ja alles eine riesengroße Auswahl. Dürfen Sie sich gerne mal alles ansehen, wie Sie wollen. Alles 5 Euro. Das ist eine gute Sache. Da hinten haben Sie übrigens noch ein Bild von dem MacBook. Das ist zwar ein bisschen von den Lampen übertönt, aber ist egal. Vielen Dank auf jeden Fall. Okay, also habe ich jetzt verstanden, dass Sie jetzt einfach nur ein bisschen Beratung wollten und jetzt nichts kaufen? Hä? Wollen Sie etwa nichts kaufen oder was? Oh Gott, mach ihm nicht. Bin doch mal kurz gekommen, um zu fragen, ob alles geklappt hat. Hä? Was? Was? Franz? Wo ist Franz? Hä? Da hinten ist Franz. Oh. Franz? Oh, ja. Oh, ja, ja, Franz, es läuft. Franz, es läuft alles gut. Ich habe dem nur kurz eine gescheuert, weil der nichts gekauft hat. Also seid ihr jetzt bereit, um weitere Kunden in Empfang zu nehmen? Auf jeden Fall, Franz, überhaupt kein Ding. Der Kunde schaut sich da noch alles an. Der ist richtig heiß auf unsere Ware, sage ich dir. Ich habe dem das richtig reingeredet. Super, dann viel Spaß euch noch. Alles klar. Danke, tschüss. Kauf den Hobel jetzt, komm. Das ist ein unschlagbares Angebot. Den Fernseher müsst ihr haben. Ach, weißt du was? Nimm einfach mit, hä? Bring deiner Frau noch einen mit. Doch, komm, 5 Euro, 5 Euro. Hier, nehmen Sie mit. Ah, er hat ihn nicht aufgenommen. Er hat ihn nicht genommen, Nimm ihn. Sie verkaufen ihm noch irgendwas. Nimm eine Anlage oder sowas. Inklusive. Wir verkaufen ihm Cola-Automaten. Diese Lampe. Den Cola-Automaten hier, nimm noch den Cola-Automaten. Hier ist ganz viel Wasser, Sie können Wasser kaufen. Ja genau, kaufen Sie Wasser, wir haben auch Wasser. Wir haben einen riesigen Tank voll Wasser, wissen Sie? Hallo, gute Apple Store. Was? Wo ist Hans-Peter? Hans-Peter? Der ist doch hier, Hans-Peter, der heißt doch Hans-Peter. Achso, dann nehme ich den da. Den hier? Du hast den doch schon. Ach so. Ja, okay. Tut mir leid. Ich habe gerade auf einen anderen Hans-Peter geachtet. Ja, der will jetzt an die Kasse. Oh, okay. So, jetzt haben sie insgesamt 4 Fernseher gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Das macht dann insgesamt 40 Euro. Die 20, oder? 20 Euro. Aber ich wollte vielleicht noch ein bisschen was einstecken, Izzy. Ach so, ja, 50 Euro. 50 ich will auch was haben. Euro. Geben Sie her, Hans-Peter. Und? Zahlen Sie jetzt endlich. Wie viel gibt der uns? Weiß ich nicht. Da. Oh mein Gott, er hat Münzen gegeben. Was? Das sind keine 50 Euro. Der hat einfach nur 50 Cent gegeben. Was ist denn das hier für ein Trödelmarkt? Was soll das? Hans-Peter, gib mir meine Bildschirme zurück. Du sollst sie mir zurückgeben. Gib mir das Zeug zurück. Darf Hans-Peter nicht abhauen. Izzy, wir müssen ihn umbringen. Schönen Tag euch noch. Hans-Peter, das lass ich mir nicht sehen. Er rennt weg. Er hat's geklaut. Hans-Peter. Hans-Peter, jetzt meiner warte Saftsack, mal. Gib nein, mir wir das haben neue Kunden, Roman. Oh nein, eine neue Kunden. Oh nein. Oh nein. Oh, wer ist denn das? Hallo, Brigitte. Seid ihr hier die Mitarbeiter? Ja, Frau Brigitte. Sie sehen so aus, als ob Sie aus dem Mittelalter gekommen sind. Also, denken Sie wirklich, Sie sind hier im richtigen Laden? Sie sind hier nämlich im günstigsten Apple Store der Welt, wo alles nur 5 Euro kostet. Ich wollte für meinen Sohn so ein Gerät kaufen, da er bald Geburtstag hat. Okay, was für ein Gerät wollen Sie denn? Wollen Sie einen Laptop? Wollen Sie einen Fernseher? Wollen Sie einen Cola-Automaten? Hey, ich habe den doch gerade verkauft. Warum ist der wieder da? Egal. Jedenfalls, Sie können sich hier aussuchen, was Sie wollen. Ich weiß jedoch nicht, welches. Ja, dann pass auf. Nehmen Sie einfach so einen Laptop mit, ne? Das ist was Gutes für Ihren Sohn. Hier, den können Sie mitnehmen. Dann, Izzy, was wollen wir hier noch verkaufen? Eine Nintendo Wii. Die verkaufen sich nämlich so schlecht, die Nintendo Wiis. Mir fällt gerade was ein. Hinten meinte er, dass da irgendein Obst drauf sei.
Ja, genau. Was? Das ist ein Apple-Gerät, deswegen ist ein Apfel drauf, genau. Ja. Ich glaube, sie kennt sich nicht so ganz damit aus. Nee, nicht wirklich, ne? Also, sie will sie jetzt ein Telefon kaufen oder was? Oh, nee, bitte nicht. Wollen sie ein Schnurtelefon von Apple kaufen? Das ist das neueste Gerät auf dem Markt tatsächlich. Wusste ich nicht. Ja, das ist tatsächlich aus dem Jahre 2019, aber wir sind da tatsächlich bei 90.000 Euro. Und in welcher Preisklasse ist so ein Gerät? Naja, es ist schon die oberste Preisklasse, weil Izzy und ich eine hohe Provision haben an Gebühren und sowas. Und deswegen kostet das 90.000. 1000 Euro, es tut mir leid. Ja, also ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie, Brigitte, aber das ist ein unschlagbarer Preis, weil wenn Sie zwei Geräte kaufen für 90.000, wie soll ich sowas bezahlen mit meiner Rente? Wissen Sie was, Brigitte? Vielleicht sollten Sie ja zu den Kollegen gehen bei Samsung, ne? Da ist es vielleicht ein bisschen günstiger. Oder Sie nehmen sich was anderes. Kommen Sie mit. Ich gebe Ihnen noch ein unschlagbares Angebot. Was halten Sie von diesem Fernseher hier für 5 Euro? Der andere Kollege hat ihn auch für 5 gekauft. Hauptsache, sollte das Gerät anrufen, so wie auch Nachrichten senden können. Ja, der Fernseher, der kann das. Sie können damit anrufen. Ja, der Fernseher ist Smart TV oder sowas. Dann können Sie da einfach mal reinschalten und sich das mal ansehen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Kann man nicht irgendwie handeln? Nein, kann man nicht. Sie jetzt bei 5 Euro auch noch verhandeln? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Wissen Sie was? Nehmen Sie einen Mehrfernseher für 2,50 Euro mit. Und Sie nehmen Sie noch was anderes mit. So eine Radioanlage hier. So eine Radioanlage können Sie auch gleich mitnehmen. So eine Stereoanlage. Das ist guter Tobak. Das ist guter Stoff. Da geht anscheinend kein Weg drum. Ja, nehmen Sie die mit. Ja, das kostet ebenfalls nicht viel. Hier, einfach mitnehmen, aufsammeln. Sammeln Sie das bitte auf. Wieso will sie das denn nicht haben? Die will die Ware nicht aufsammeln. Jetzt hat sie das. Ich überlege es mir, aber vielen Dank. Mist, sie überlegt es sich auch nur. Aber ja, dann geben Sie die Sachen wieder zurück. Ja, dann geben Sie, habe noch was Kleines für euch, damit ihr groß und stark werdet. Oh, ein Apfel. Ein Apple. Naja, okay, juhu. Gut. Ein kleiner Apfel. Day keeps the doctor away. Nee, du hast ihn bekommen. Er ist den Apfel. Oh, da ist mein Apfel. Ein Apfel. Lecker, lecker. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei Ihnen. Schauen Sie sich gerne noch um. Wir bedienen schon mal den nächsten Kunden, der hier möglicherweise einen treffen soll. Mal gucken, okay, was wir hier haben. Mal schauen, ob wir hier vielleicht mal irgendwann einen zahlungskräftigen Kunden bekommen, der bei uns ja, Apple endlich TV mal Plus kauft. Oder irgendwie ein Auto. Bei uns packt hier sogar eine Polizei. Oh Gott, Polizei. Ich muss schnell rein. Oh, ja, oh. Aber, oh, hey, da kommt wieder ein Kunde. Auf dem Fahrrad sogar. Und der parkt da tatsächlich sogar. Was, auf dem Fahrrad? Ja, auf dem Fahrrad. Ist der zahlungskräftig? Nein, das sieht irgendwie aus nur wie ein Kind, was gerade irgendwie von der Brigitte wahrscheinlich Taschengeld bekommen hat. Und er fährt gerade mit dem Fahrrad gegen die Wand die ganze Zeit. Ja, das ist natürlich... Wo ist er jetzt hin? Oh, er ist abgestiegen. Weg? Ah, okay. Ah, Florian heißt der Kleine, hä? Hey, na du Kleiner, wie geht's dir, kleiner Florian? Na, schöne Brille hast du auf. Willst du etwa ein schönes Creeper-T-Shirt hast du an? Willst du dir ein Apple-Gerät kaufen? Kommen Sie gerne rein, schauen Sie sich gerne alles an. Bestimmt mehr Ahnung als Brigitte. Ja, hoffentlich. Der Laden ist ja voll riesig. Ja, das ist der günstigste Apple-Store. Ja, wo ist denn der Cola-Automat schon wieder hin? Der Cola-Automat ist jetzt wieder... Den hat die Brigitte geklaut, als wir nicht hingeguckt haben. Das sage ich dir. Brigitte! Brigitte, komm wieder zurück. Hier wieder unterwegs. Kann man hier auch eine Playstation kaufen? Nein, aber tatsächlich haben wir eine Nintendo Wii hier. Im Apple Store bei uns gibt es aber Nintendo Wiis, aber leider keine Playstations. Tut mir leid. Ach ja, ich bräuchte noch am besten einen Fortnite-Download-Code. Tut mir leid, aber es gibt keinen Fortnite-Download-Code hier. Du bist hier leider falsch. Ja, du kannst dir das einfach kostenlos runterladen. Wie, das habt ihr nicht? Dann das kannst du dir einfach im Internet kostenlos runterladen. Was machst du hier eigentlich? Was ist das für ein Saftladen, bitte? Ja, das Saft gleich. Zeig dir gleich mal, was ein Saftladen ist. Wir haben nur Cola und selbst der Cola-Automat ist weg. Also ist das hier kein Saftladen. Hey, was ist denn da los? Wohin geht der? Was kann man überhaupt mit diesen Teilen machen, die hier stehen? Das sind Computer. Aber die verkaufen wir nur für 5 Euro. Ich glaube, die funktionieren nicht mal. Das sind doch Fernseher, oder? Oder Fernseher sind das, ja. Das sind Fernseher, Bildschirmcomputer. Kann man denen auch anrufen? Ja, mit denen kann man auch anrufen. Das nennt sich auch Telefon. Das ist ein ganz normales Telefon. Geht ja gar nicht, ne? Ich muss nämlich meiner Mutter sagen, dass sie Essen machen soll. Ja, dann kannst du das machen. Oh, hast du Hunger? Hier hast du eine Ja, gib mir mal hier so einen Apfel. Karotte. Und dann hast du... hier hast du noch ein gutes Steak. Hier sind Diamanten. Oh, nein, das ist meiner. Ab sofort komme ich immer wieder, um deine Mutter anzurufen hier im Laden.
Das ist, ich muss hier doch schnell los, sonst bekomme ich noch Ärger. Okay, Florian, dann mach's gut. Wow, wir haben wieder mal nichts verkauft, Izzy. Das ist eine schwache Lösung. Aber der Laden ist leer, sieht wenigstens so aus. Was? Tschüss, ihr alten Opas, hat er zu uns gesagt. Was? Jetzt fährt er tatsächlich weg. Ich bin kein Opa, ich bin eine Oma. Oh nein. Aber ich glaube, das war tatsächlich, kommt noch ein Kunde oder sind wir fertig? Ja, bestimmt kommt noch Kunde. Mein Gott, da kommt unser Chef. Oh. Der ist gerade mit dem Auto angefahren gekommen. Hallo Chef Huber war das, glaube ich, ne? Hier, Hubert hieß er. Ja. Hallo Herr Hubert. Da seid ihr beiden. Ja, ich habe euch bereits gesucht. Ja, wir haben hier ein bisschen was... da ist der Kohleautomat wieder. Er ist aber wieder da. Hä? Das ist so ein komischer Laden hier. Der ist doch verwunscht, ey. Verrückt. Auf jeden Fall, wie war euer Tag heute so? Ja, eigentlich ganz gut. Wir sind eigentlich fertig mit Arbeiten. Und wir haben eigentlich fast gar nichts verkauft. Wir haben 2 Münzen eingenommen. 2 kleine Goldmünzen. Und das hat nicht so viel Geld gemacht. Ich muss nämlich sagen, dass eure Arbeit hervorragend war. Hä, den Bildschirm hier, den haben wir doch auch verkauft. Wie ist der da eigentlich wieder hergekommen? Ich verstehe das nicht. Die kommt von alleine wieder. Keine Schäden zu sehen. Nee, wir haben tatsächlich nichts kaputt gemacht. Das ist schon krass. Und die Laptops, die wir geklaut haben, sind auch wieder da. Oder die wurden aufgestockt. Naja, okay dann, Herr Hubert. Dann bedanken wir uns bei euch für das Praktikum. Kein Kunde hatte sich beschwert und vor allem hatte der Franz auch nur Positives berichtet. Ja, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Vielen Dank, Herr Hubert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Ihnen unsere Arbeit gefallen hat. Ich würde nämlich auch sagen, ich würde euch freigeben, wenn ihr das wollt. Das habt ihr euch nämlich verdient. Juhu, wir haben frei! Okay, das, meine werten Damen und Herren, waren 24 Stunden in einem Apple Store zu arbeiten, in einem 5-Euro Apple Store tatsächlich. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, schönen Tag euch noch. Ihr seid immer hier willkommen. Haut rein, Leute. Ciao. Peace.